Läuft denn Gerät schon? Hallo Leute, heute machen wir ein neues Video. Hier ist Britney und da ist... Also, Alaya. Alaya. Letzten haben wir ein Schminktutorial gemacht, was sehr gut angekommen ist. Und da haben wir gedacht, wir machen ein neues Thema. Und zwar... wenn ihr euch fragt, warum wir so aussehen jetzt, ja, letztes Mal gingen wir Party, so. Und heute gehen wir nicht Party, deswegen haben wir heute ein bisschen chilliger und so und weniger Make-up. Was halt voll wichtig ist, wenn du auf ein Party gehst und du willst mit einem Jungen sprechen, du kannst nicht den ganzen Abend nur über Schminke mit ihm reden, weißt du? Und deswegen zeigen wir euch heute, worüber du mit einem Jungen in einem Disco sprechen kannst. Bei dem Fußball zum Beispiel kannst du mit einem Jungen darüber reden. Über den Strümpfen zum Beispiel. Die haben halt immer voll den schönen Strümpfen an. Den kann man sich kaufen bei American Apparel zum Beispiel. Und dann kann man den mit einem Hot Pants kombinieren. Und du kannst zu dem Jungen sagen, das hat letztens der von der deutschen Nationalmannschaft auch getragen, als der Sport gemacht hat. Und dann denkt der Junge sofort, du bist mega sportlich. Oder die Handschuhe, wie der Typ da mit dem, der im Netz da steht. Ja, aber wie willst du mit diesem Handschuh eine Handtasche festhalten, ja? Ja. Boah. Au. Warum? Au. Also das verstehe ich nicht, ja? Da möchte ich auch nicht mit einem Jungen drüber sprechen. Wenn du mit einem Jungen ein Boxen guckst, ich verstehe nicht, was der daran schön findet, wenn man sich haut. Der hat Blut. Weißt du noch, wie Ali letzte Woche? Boah, wo Ali, boah, wo der voll, ja, vor dem Club voll auf den Maul gekriegt hat. Alter, voila. Also ein Boxen würde ich mit einem Jungen nicht drüber reden, weil den werden davon direkt aggressiv. Ja. Und dann wollen den sich auch prügeln. Und das ist voll scheiße. Weil dann kann der keine Drinks mehr ausgeben und so muss den ganzen Abend selber bezahlen. Das ist doch mega langweilig, oder? Wie soll denn den Helm auf? Das sieht man gar nicht, den Frisur. Ich glaube, diesen Helm ist damit den Kopf größer wirkt, weil der Körper von den Jungs, die in diesem Wagen sitzen, so klein ist. Guck mal, was der für einen Anzug anhat. Aber ich schwöre dir, den Jungen haben alle mindestens Size Zero, wenn nicht noch weniger. Nee. Wenn nicht sogar hier wie Victoria Beckham. Sieh dir rein, wie ihn aussieht. Kennst du diesen einen Film? Da hat Megan Fox auch mitgespielt, wo die noch nicht so gut aussah wie jetzt. Weißt du, wo sie noch nicht so viel Botox hatte und so. Da sah sie noch eher aus wie ein kleines Mädchen. Und da war doch diesen einen Auto, was sich verwandelt hat in so einen Menschenroboter mit so Schutzdings und so. Bist du Auto, was sich verwandelt in Menschenroboter? Ja, aber zieh dir mal rein, wie diesen ganzen Jungen mit diesem Kostüm aussieht. Und dann haben die diesen Helm auf, wie in diesem anderen Film. Voll der Filmtrailer gerade. Ja, und die Frauen, die machen das auch. Und die haben aber mal so Kleider dabei an. Aber mit diesen Dingern an den Füßen. Damit die nicht ausrutschen. Das ist doch Eis, Mann. Ja, komm, ey, dritte Halbzeit fängt an hier. Der hat riesige Füße, wie das aussieht. Ohne Scheiß, wie diesen Mädchen mit diesen roten Zöpfen. Den hat mir mein Kindergarten ein Buch von. Ich habe keine Bücher. Voll der Mutant. Ich schwöre dir, seine Mutter hat Schmerzen gehabt bei der Geburt. Zieh dir ran, was für einen riesigen Hosen die tragen, ja? Da, Mandy mit diesem fetten Arsch kann fünfmal diese Hose tragen. Aber es ist so kompliziert, weißt du, einmal in Korb rein, einmal in dieses Netz mit Tor rein. Ich raff das alles nicht. Ja, ich glaube. Alles mit dem Ball. Ja, aber die haben diesen verschiedenen Sportarten, weil diesen sind zum Beispiel viel größer als diese Jungen mit diesen Stutzstrümpfen. Die sind viel größer, deswegen können die auch besser in einen Korb werfen, als da reinschießen. Und die anderen, die halt diesen Stock gehabt haben zum Schießen, die haben halt so mega kurze Arme und deswegen müssen die einen Stock haben, um diesen Ball in diesen kleinen Tor reinzumachen. Ah, und die haben hier auch Eislaufen gemacht wahrscheinlich. Ja, genau, ja, 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 genau, ja. Wo ist denn jetzt der Ball? Das ist genau wie diesen anderen mit diesen Schläger, aber die haben kein Tor und kein Schlittschuh an. Warum machen die das? Ist das so wie diesen... Die haben kein Geld dafür, Mann. Sommer. Wegen Sommer ist das, ja, ne? Im Sommer machen die das und im Winter machen die sie mit diesen Schlittschuh. Aber warum hat der da keinen Helm auf? Ja, die sparen, Junge. Ist noch nicht Sale. Ah. Ja, Sale ist erst am 20. Oh.
Ohne Scheiß, ich schwöre dir, der war beim Waxing. Hundertprozentig, hundertprozentig, hundertprozentig. Wie sonst sollte sein Bein so glänzen und so glatt sein? Meinst du, der hat unter diesen Hosen auch Waxing gemacht? Aber wieso fahren die mit Badehose Fahrrad? Vielleicht muss den gleich noch schwimmen. Triathlon, ne? Ja, das ist, wo die mit den Skiern auch in diesen Schnee schießen und so, habe ich auch mal gesehen. Ja. Und springen von so einer Rampe. Hör mal lauter. Den finde ich heiß. Kann man das vergrößern? Das nein, 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 kannst du nicht. Aber da kommt, guck mal, da kommt ein zweiter, der ist genauso trainiert. Alter. Und ich schwöre dir, der macht auch Beine, nicht so wie Kevin, nur Oberkörper, der macht auch Beine. Guck mal, was für ein muskulösen Bein der hat und so einen richtigen Booty. Guck dir mal an, der hat eine Mädchenunterhose. So ein Mädchenunterhose beim Mann, das sieht irgendwie albern aus. Aber ich schwöre dir, der war beim Tanning. Und das kein. Nee. Doch, ich schwöre dir, guck, wie dunkel der ist. Solarium! Nein, Solarium bist du nicht so dunkel. Ja, aha, oder der hat einen Flatrate. Vielleicht hat er auch ein Tanning zu Hause. Aber das möchte ich auch haben. Wir brauchen auch ein Tanning. Das sieht voll natürlich aus. Voll. Ja. Hey Leute, also, das war halt der neue Video von. Naja. Und Britney. Vielleicht habt ihr auch noch einen anderen Sportart. Wir euch einen Tipp zu geben sollen. Das hier drunter könnt ihr schreiben, was so euer Frage an uns ist und sonst. Aber nicht immer nach die Handynummer fragen. Nein, meine Handynummer gebe ich nicht raus. Ich bin jetzt mit Dustin, deswegen. Also Dustin ist halt so, wir sind seit 2 Tagen und deswegen, ich kann meine Handynummer nicht mehr rausgeben. Auf jeden Fall machen wir demnächst wieder voll einen anderen Video. Wegen den Abwechslungen. Und bis dahin könnt ihr ganz viel liken und abonnieren. So, und jetzt? Bei neuen Batterien. Brauche ich auf jeden Fall einen anderen Fernsehprogramm. Boah, hier diesen Topmodels! Was denn das? Hm. Hey Leute! Läuft den Gerät. Das war Absicht. Ja, klar. Das war wirklich Absicht. Ich habe doch meinen Nagel lackiert. Bin ich verschmiert? Nein. Also nicht schlimmer als sonst. Nein. Okay, Entschuldigung.